Oh, das ist der Steuerbeamte, der vermisst wird. Der ist also tot. Steuerakte. 200 Draken, okay. Da hat wohl sein Beruf ein tragisches Ende gefunden. Stimmt, das war auch noch so eine Quest in Sedanin. Fällt mir gerade mal so ein. Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin, ehrlich gesagt. Weil ich würde euch ganz gerne nochmal die Grabstätte zeigen, die ich hier in der Nähe meine. Die ist gar nicht so weit weg. Wir sind ziemlich nah dran schon. Nee, da ist sie nicht. Die war eher an der Küste. Die habe ich dann meistens auch immer gerne als erstes besucht direkt. Weil die so schön leicht zu erreichen war. Kann man die Pflanze auch looten hier? Ja, tatsächlich. Hexeblatt. Nehmen wir mit. Wenn wir zum ersten Mal untote Gegner dann sehen in Morrowind. Die sind übrigens auch ein etwas anderes Kaliber als die in Risen. Also die in Risen, die waren ja schon richtig stark. Das ist hier in The Elder Scrolls nicht so. Also in The Elder Scrolls sind die schon etwas schwächer gestaltet worden, die Skelette. Aber es gibt teilweise noch Skelette, die sind richtig übel drauf. Also Untote, die sind richtig übel drauf. Ihr sagt nicht, ich habe mich festgebackt. Nee, doch nicht. Das wäre es gewesen. So. Bisschen hier durch die Landschaft laufen. Also der Dave hatte ja auch irgendwann mal, also das ist auch schon gefühlt 1000 Jahre her. Aber es war im Jahr 2013, da hat er mal so ein Special gemacht. Da hat er dann mal von allen vier Advent-Specials gemacht und Morrowind war mit dabei. Ja, und jetzt let's play ich das halt. Aber ich, wie gesagt, ich habe das Spiel Morrowind schon sehr lange Zeit nicht mehr gespielt. Ich habe es auch nur ein einziges Mal wirklich mal durchgespielt. Von der Story her, also... Und es ist wirklich einiges zu tun hier. Also es kann ein ziemlich langes Let's Play werden. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es innerhalb von 20 Folgen durch sein wird. Davon gehe ich mal nicht aus. Ah, da ist die Grabstätte schon. Wir haben sie gefunden. Genau, da müssen wir hin. Also normalerweise hätten wir jetzt in Oblivion eine Markierung gekriegt. Oder auch in Skyrim. Weil da gibt es wirklich für jede Ortschaft eine Markierung, die man dann kriegt. Hier ist es halt noch nicht so, weil, ja. So, dann speichere ich hier nochmal eben. Und dann müssen wir mal die Waffe wechseln tatsächlich, weil, wie gesagt, außer Silberwaffen bringt keine Waffe wirklich was gegen die Untoten. Dann betreten wir jetzt mal die Grabstätte. Hatte ich am Anfang tatsächlich immer mal ein mulmiges Gefühl gehabt, genau deswegen, wegen dieser Geräusche. Da ist also ein Geist. Au! Die Geister sehen zwar unheimlich aus, haben aber nicht so viel Schlagkraft. Ein Ahnengeist ist das. Au. Also wären wir jetzt mit der Eisenwaffe normal angekommen, hätten wir keine Chance gehabt. Ektoplasma. Das ist immer das, was die Untoten so absondern von sich. Und Knochenmehl nehmen wir mit. Dieses Getuschel, das hat mich immer fertig gemacht, wenn die Musik nicht lief. Nee, spenden werde ich bestimmt nicht. So viel Geld habe ich ja nun wirklich nicht. Ja, ja, der Lars. Er lootet erstmal Gräber leer hier. So ist er. So ist das mit mir. Erstmal schön looten hier. Sauerei. Solche ähnlichen Gegner gibt es auch tatsächlich in Teil 4. In Oblivion. Ich glaube, in Teil 5 in Skyrim gibt es die nicht mehr. Beziehungsweise da bin ich mir sogar sehr sicher, dass es die dann nicht gibt. Dafür gibt es dann andere untote Gegner. So. Und nochmal Ektoplasma und gleich entfernen. Sowieso ein Widerspruch an sich, weil seit wann kann ein Toter eine Leiche hinterlassen, der schon tot ist?
Also ein Geist, der eine Leiche hinterlässt. Rolle des göttlichsten Eingriffs. Da sehen wir jetzt kurz die Zeichen, die dädrischen Zeichen. Und dann war es das auch schon. Das ist auch so ein bisschen merkwürdig. Genau, das sind so diese seltsamen Geräusche, die man immer mal so vernimmt. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gegruselt damals, wo ich noch jünger war. Da war ich so, wann habe ich das gespielt? Mit 12, 13 oder so habe ich das gespielt. Da habe ich mich tatsächlich noch so ein bisschen vor gegruselt. Ja, das ist das, was ich meine. Dieses sehr schöne, kann nicht geöffnet werden, kann nicht geöffnet werden und immer so weiter. Ich weiß nicht, was davon abhängt. Ich weiß es nicht. Okay, das Schloss haben wir jetzt offen, immerhin. Gewöhnliches, ja, super. Das hat sich ja echt gelohnt. Toll, das war der Dietrich. Und so kann das die ganze Zeit gehen. Deswegen, also da fand ich schon das System von Risen 2, das fand ich schon recht gut. Aber hier, das ist, weiß ich nicht. Das ist, nee, das ist so ein bisschen für den Arsch. Ich meine, gut, das Spiel ist, mein Gott, wie alt ist das Spiel? 2000, 2001? Also das Spiel ist wirklich uralt schon. Das hat sich ja echt gelohnt. Das hat sich so gelohnt, dass ich jetzt glatt nochmal laden werde. So. Dann lasse ich die Thronen in den Zustand, wie sie sind. Das bringt ja sowieso nichts. Und ich kann mich heilen. Ey, geil. Schönes Ding. So, und jetzt nichts mehr raus hier. Also hier gab es jetzt nicht wirklich was Interessantes. Bis auf eben halt ein paar Geister, die wir töten konnten. Aber das macht nichts. Die richtigen Gegner kommen noch. Na, kommt schon der erste Schlachterfisch. Jo, da kommt er. Ich wusste es. Ja, danke, aua. Autsch. Das sind richtig fiese Gegner. Wie gesagt, eine Kreuzung aus Piranha und Aal. Jedenfalls so, wie sie aussehen. Einer davon ist schon mal weg vom Fenster. Du beißt mir nicht in ins Bein, du Arschloch. Hier stehen sie auch richtig. Hier stehen sie als Schlachterfisch. Ich glaube, war das ein Oblivion? Im Oblivion stehen sie, glaube ich, als Schlachtfisch, was nicht richtig ist. Was? Klingt gerade so ein bisschen nach Kampfmusik, aber hier ist ja nichts weiter. So. Also hier bin ich tatsächlich auch nicht so auf Diebesgilde ausgewiesen. Muss ich noch dazu sagen. Also es könnte sein, dass ich die Diebesgilde nicht machen werde. Aber ich glaube, alle anderen Gilden, die es hier gibt, die werde ich mitnehmen. Also die Kriegergilde gibt es hier. Dann gibt es noch die Magiergilde. Die kann ich ja auch versuchen, nach Gutdünken mitzunehmen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber da, da sind so gewisse Fähigkeiten Voraussetzungen. Also da kann ich auch nicht versprechen, dass ich alle mitnehmen werde. Ich werde wahrscheinlich nur die mitnehmen, die ich auch wirklich mitnehmen kann. Seid mir dann bitte nicht böse, wenn ich nicht alles mitnehmen kann. Weil hauptsächlich werde ich versuchen, die Story zu machen. Und dann eben halt noch ein paar andere Sachen. Wie man gerade gesehen hat, die Schlammkrabbe bewegt sich unter Wasser recht schnell. Unter Wasser ist sie schnell, aber so an Land
Sieht ziemlich lahmarschig. Schon wieder ein Schlachterfisch. Jo. Ein kleiner. Das meinte ich nämlich. Man sollte vorsichtig sein. Da treiben sich diese nervigen Gegner nämlich rum. So. Der hat nichts bei sich. Der kann kacken gehen. Genauso wie der. Ich lasse nicht einfach so an mir rumknabbern. Das geht ja gar nicht hier. Kann ich mich heilen? Fehlgeschlagen. Jawohl. Sehr gut. Sehr schön, so skillen wir uns ein bisschen. Da oben ist noch eine Schlacht. Was macht die da oben, die Schlangenkrabbe? Ich glaube, da ist noch eine, genau. Also so ein bisschen Erkundung werden wir hier mal betreiben. Übrigens, aua. Der gelbe Trefferbalken... Was war das denn gerade? Der gelbe Trefferbalken steht eben halt für den Trefferbalken des Gegners. Jo. Geil, nach dem Battle fängt gleich erstmal wieder die normale The Elder Scrolls Musik an. Du bist aber schnell da runtergekommen. Vor allem mit voller Lebensenergie noch dazu, ne? Ich meine, es gab hier sogar noch ein zweites Ahnengrab, das gar nicht mal so weit weg ist von dem ersten. Also Ahnengräber sind eigentlich genauso wie diese Diebeshöhlen überall über die ganze Karte verstreut. Und die Karte ist alles andere als klein. Das Problem ist eben halt nur, man kann nicht so viel Loot mitnehmen. Das ist halt das Problem. Aber ansonsten würde ich euch tatsächlich jede einzelne Höhle versuchen zu zeigen. Aber da wir nicht so viel mitnehmen können, ist das so ein bisschen schwierig. Da ist sie auch tatsächlich schon. Das ging jetzt wirklich sehr schnell. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir die so schnell finden. Genau. Da würde ich dann gerne nochmal auf die Silberwaffe wechseln. Wir speichern nochmal und wir ruhen auch, damit wir volle Magie haben. Falls wir uns nochmal heilen müssen. Und dann gucken wir uns mal, was wir hier für Untote als Gegner haben. Keine Untoten? Das überrascht mich jetzt. Ich hatte ernsthaft mit untoten Gegnern gerechnet. Aber stattdessen sehen wir hier nichts. Die Rolle nehmen wir mal mit. Doch, da ist ein Geist. Angriff! Schlag dich tot, du Sau! Au. So. Tot ist er. Und beseitigen. Ich weiß, es schreiben manche in die Kommentare. Du hast ja überhaupt keinen Respekt. Naja, ne? Ist ein Spiel. Im Spiel darf man ja bekanntlich alles. Im Spiel, ja. Solange man es nicht auch in Real Life machen würde. So. Irgendwo hier geistert doch noch einer rum. Die kleine Kiste ist offen. Da ist auch nur ein gewöhnlicher Ring drin. Alter, ist das dunkel hier. Aber man kann noch grob erkennen, was ist... Was ist denn das? Rolle des Höllenfeuers. Ja, nehmen wir mit. Die werde ich auch tatsächlich nicht verkaufen. Den kann man ja vielleicht auch nochmal gebrauchen. Ich wette mal, hinter der Tür hier treibt sich der nächste Geist rum. Ist das hier? Cashfaser oder Crashfaser. Hier haben wir nochmal einen Grab, einen Stein, wo man eben halt beten kann. Kann man machen, man kann es aber auch sein lassen. Jo, ist ein Ahnengeist. Finde ich auch ziemlich geil gemacht. Also für die damalige Zeit sind die Ahnengeister echt cool. So. Alter Schwede, es hakt aber echt. Kann ich gleich verschwinden lassen. Was haben wir hier? Einfacher Lebenstrank.
Tja, ich glaube, dann haben wir jetzt alle Untoten soweit. Fuck. Nein! Da sind wir draufgegangen. Yo, da sind wir gerade das erste Mal gestorben. Das ist das mit den Fallen. Darauf werden wir gleich nochmal genauer eingehen. Jetzt müssen wir aber erstmal nochmal ruhen. Und dann gehen wir nochmal rein. Könnte sein, dass sich jetzt die Gegner theoretisch ändern. Nö, die Gegner haben sich nicht geändert. Die Urne war gesichert mit einer Falle. Die sind auch extra markiert, dann die Sachen, die von Fallen geschützt werden. Ich wollte jetzt gerade sagen, sind das zwei? Nee, ist einer. Die Anzahl von denen hat sich nicht spontan erhöht. So. Ektoplasma und tschüss. Und nehmen wir das Knochenmehl nochmal mit auf. Kennt man ja jetzt alles schon. So ein bisschen. Aber es ist tatsächlich nie verkehrt, in Morrowind tatsächlich mal die eine oder andere Grabstätte zu besuchen. Weil die tatsächlich auch den einen oder anderen interessanten Gegenstand bei sich haben. Und da die Toten die ja sowieso nicht mehr gebrauchen können. Wie gesagt, zumindest ist es im Spiel, nicht in real life, ne? Liebe Kinder, bitte keine echten Grabstätten ausrauben, das wäre nicht so gut. Die Kiste ist jetzt tatsächlich auch komplett leer. Also man sieht auch, der Loot passt sich auch so ein bisschen an. Weil die Kiste hatte vorher einen Ring drin gehabt, jetzt hat sie gar nichts drin gehabt. Und die Falle, die hat mich auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Also die Falle war schon gar nicht... Oh! Ein Skelett treibt sich hier diesmal rum. Ein Bogenschütze. Das war unser erstes Skelett. Skelettbogenschütze besiegt. Und er hat 56 Eisenpfeile und einen Langbogen bei sich. Nehmen wir alles mit. Und er selber macht einen Abgang. Also ich finde eigentlich, Grabstätten sind hier auch tatsächlich ein guter Ort, um zu trainieren. Muss man noch dazu sagen, weil hier kann man seine Kampffähigkeiten verbessern. Und man kann nebenbei eben halt auch noch, an seinen Kampffähigkeiten arbeiten und an seinen Schmiedefähigkeiten. Oder eben halt an seiner Magie. So, und jetzt zeige ich euch den Nutzen der Sonde. Wir haben ja auch eine Sonde erhalten in der Banditenhöhle. Jetzt zeige ich euch auch, was sie kann. Denn die Sonden sind dafür da, die Fallen zu entschärfen. So wie dieser jetzt hier. Seht ihr? Falle ist entschärft, wir haben keinen Schaden abgekriegt. Und die Urne ist jetzt für uns zugänglich. Da ist ja der Ring des Mentors. Festigen Intelligenz und Willenskraft auf sich selbst. Asche von Fürst Brenne und Brennes Truhe. Also ein Schlüssel. Perfekt. Unbedeutender Seelenstein. Danke dafür. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Sehr schön. Den Ring werde ich auch gleich mal ausstatten. So. Ich wollte gerade sagen, das ist nur ein Ring. So, und jetzt haben wir dauerhaft festigende Intelligenz sowie Willenskraft. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Das ist doch schon mal eine gute Basis. So, und dann würde ich sagen, kehren wir auch erstmal zurück. Nach Seydanin. Irgendwie wusste ich, dass sie am Leben ist. Na komm schon. Jawohl. Leiche beseitigen hat nichts Interessantes bei uns. Also die... Okay. Also die Tiere spawnen relativ schnell nach. Hat man ja gerade gesehen. Und ich muss auch tatsächlich dazu sagen, die Schlammkrabben sind bei Weitem nicht so nervig wie ein Gegner, der noch kommen wird. Nämlich der Klippenläufer, der ist extrem nervig. Bei dem begegnet man an Land alle nächst lang. Also der ist eigentlich genauso wie der Schlachterschiff, wie der Schlachterfisch zu Wasser. Also der geht euch alle nächst lang auf den Sack. Und das ist echt nicht schön.
Also am Anfang, da findet man vielleicht noch ganz witzig, aber irgendwann findet ihr es nicht mehr lustig. Denkt ihr euch einfach nur noch, alter Junge, bist du jetzt gleich mal fertig?